Und herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Robust IRC. Der Untertitel ist IRC ohne Netzsplits. Mein Name ist Michael Stapelberg und zunächst gehen wir mal darauf ein, was euch in dem Vortrag erwartet. Am Anfang möchte ich erstmal motivieren, warum haben wir das Projekt überhaupt gestartet. Dann gebe ich einen Überblick darüber, wie es als Ganzes funktioniert, werde on detail auf die sogenannte Robust Session eingehen und erkläre euch ein bisschen, wie Raft, das System, worauf unser System basiert, funktioniert. Dann sprechen wir ein bisschen über das Kleingedruckte, also was sind so die Sachen, die ihr im Hinterkopf behalten müsst. Das ist nicht alles Gold, was glänzt. Und dann kommt, was ich persönlich besonders spannend finde, die Lessons Learned. Also was haben wir im Umgang mit dem System in den letzten paar Monaten daraus gelernt. Zu Fragen, sofern ihr Fragen habt, die wichtig sind, dass sie sofort beantwortet werden, also für den weiteren Verlauf des Vortrags, dann meldet euch bitte, also einfach kurz Handzeichen geben, dann nehme ich euch dran. Ansonsten haben wir am Ende des Vortrags noch Zeit für generelle Fragen. Gut, Hintergrund. Wer von euch kennt IRC? Bitte Hand heben. Das sind ausnahmslos alle. Okay, super. Trotzdem, Internet Relay Chat ist, wofür IRC steht. Es ist in einem oder mehreren RFCs spezifiziert. Ich habe mir die jeweiligen RFCs durchgelesen. Also es gibt das Original 1459, dann gibt es 2810, 2811 und so weiter. Da gibt es so 3, 4 verschiedene RFCs, die ein bisschen aktuelleren Stand beschreiben als das Original von damals 1989, was jetzt dann doch schon eine Weile her ist. Das Problem ist, dass alle diese RFCs zwar etwas beschreiben, aber das, was die Server implementieren, ist dann entweder nicht ganz das, was die RFCs beschreiben, oder mehr als die RFCs beschreiben. Und das sieht man sehr häufig. Also fast jeder IRC-Server hat die eine oder andere Extension zusätzlich eingebaut oder verhält sich ein klein wenig anders. Ich habe hier zwei Bilder noch auf der Folie, einfach um zu verdeutlichen, dass IRC ein Protokoll ist, welches von sehr, sehr vielen Geräten unterstützt wird. Also es gibt sowohl Clients für Android als auch für jede andere erdenkliche Mobilplattform. Es gibt sie für Desktops und so weiter, einfach weil das Ding schon so alt ist. Und die Motivation, warum wir uns jetzt überhaupt nochmal mit IRC beschäftigen, was ja jetzt schon wirklich ein sehr altes Protokoll ist und man denken könnte, okay, da ist schon alles gemacht, was man machen könnte, ist, dass IRC in manchen Kreisen einfach noch weit verbreitet ist. Also das muss ich euch nicht erzählen, ihr habt bestimmt ein oder mehrere Channels, in denen ihr häufig seid. In der Open-Source-Szene ist das einfach gang und gäbe, einen IRC-Channel zu haben. Ich habe einen IRC-Channel für unseren lokalen Chaos-Treff von damals, den ich immer noch häufig benutze. Und wir haben uns dann auf dem Congress, also gerade der aktuell vergangene Congress, mal umgeschaut, so können wir eigentlich unseren IRC-Channel durch irgendwas ersetzen. Und haben einfach keine überzeugende Alternative gefunden. Also es gibt vielversprechende Ansätze, so wie Talks oder so, aber da sind dann entweder die Clients noch zu weit am Anfang des Entwicklungsstadiums oder es gibt andere Nachteile. Also nichts hat uns so recht überzeugt, wir haben uns ein paar Sachen angeschaut. Das einzige Problem, also wir sind dann in uns gegangen und haben uns überlegt, was ist eigentlich das Problem mit IRC? Eigentlich taugt das doch, ja, wir verwenden es ja, also offensichtlich muss es okay genug sein, aber die Stabilität ist einfach verbesserungswürdig. Also immer wenn du einen Abbruch von einer TCP-Verbindung hast, ganz egal wo in dem Netz, also wenn du die TCP-Verbindung zwischen deinem Computer und dem Server verlierst, dann fliegst nur du raus. Aber wenn die TCP-Verbindungen zwischen zwei Servern in dem Netz auseinandergehen, aus welchem Grund auch immer, dann ist gleich ein kompletter Teil an Nutzern betroffen von einem Phänomen, das sich Netzsplit nennt. Und das ist jetzt per se natürlich ein doofes Problem, was man in der heutigen Zeit nicht mehr haben möchte. Aber noch schlimmer wird es dadurch, dass Software-Updates, Reboots und jegliche andere Eingriffe, die dafür sorgen, dass ein IRC-Server kurzzeitig down sein muss, zerteilen ebenfalls das Netz. Also wenn ich jetzt die VM, auf der mein IRC-Server läuft, upgraden will, dann fliegen dadurch Leute raus. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Incentive, weil ich dadurch keine Updates mache auf der Kiste. Ja? Weil je häufiger ich ein Update mache, desto schlechter die Qualität des Netzes. Also da stimmt was nicht, finde ich. Ja? Und da haben wir uns überlegt, okay, angenommen, wir könnten die Netzsplits verhindern, wie würden wir das machen? Wie würden wir kompatibel bleiben? Also können wir das irgendwie schaffen, dass wir genau das Gleiche haben wie IRC, aber ohne die Netzsplits? Und die Idee war dann also, okay, wir wollen oder wir müssen TCP-Verbindungsabbrüche transparent handeln. Und weiterhin war die Observation, naja, es gibt hochverfügbare Datenbanken, also muss das ja irgendwie gehen. Dann machen wir es doch so, wir verteilen unseren IRC-Server auf mehrere tatsächliche Server und gestalten ihn sozusagen genauso wie so eine hochverfügbare Datenbank auf Basis von Paxos oder Raft oder eins von diesen anderen Concurrency-Protokollen, die es da so gibt. Wir haben uns dann letztendlich für Raft entschlossen. Und da werde ich gleich auch noch erklären, wie das genauer funktioniert. Das erfordert ein bisschen ein anderes Ein- und Ausgabemodell. Das zeige ich euch auch gleich noch.
Okay, also Überblick. Wie funktioniert das jetzt grob, was wir uns überlegt haben? Wir haben N Robust IRC Server. Mit N ist mindestens 3, können aber auch 5 sein oder 7 oder noch mehr, je nachdem, wie groß das Netz halt sein soll. Und die bilden einen virtuellen IRC Server. Das heißt, man hat nicht mehr ein IRC Netz bestehend aus mehreren zusammengelinkten Servern, sondern man hat immer noch mehrere Server, aber die kommunizieren anders miteinander und die bilden quasi einen virtuellen Server. Ausfälle von der Minderheit des Netzes, also abgerundet die Hälfte der Knoten, sind noch okay. Das heißt, bei 3 Servern darf einer ausfallen. Bei 5 Servern dürfen 2 ausfallen. Und ein Anwender merkt davon nichts. Also es geht einfach ganz normal weiter. Um das zu realisieren, haben wir uns ein sehr simples Protokoll überlegt, und das nennen wir Robust Session. Das wird zwischen dem Server und den Clients gesprochen. Jetzt ist aber die Sache okay. Ich habe ja gesagt, wir wollen genau das Gleiche wie IRC haben, also muss das ja auch mit den bestehenden IRC-Clients funktionieren. Für das gibt's wiederum die Bridge, die sogenannte, und die übersetzt einfach zwischen IRC und dem Robust Session Protokoll. Idealerweise läuft diese Bridge so nah wie möglich an dem IRC-Client. Das heißt, entweder sie läuft auf demselben Rechner wie der IRC-Client oder man braucht sogar die Bridge gar nicht und der IRC-Client selber bringt ein Plugin mit oder so. Wir haben tatsächlich mittlerweile ein Plugin für IRC geschrieben. Das funktioniert, das kann man verwenden und ein Plugin für WeChat ist in Arbeit. So, was ist das Problem, wenn die Bridge nicht auf dem lokalen Rechner läuft, dann sind Netzabbrüche zwischen dem lokalen IRC-Client und der Bridge nach wie vor ein Problem. Also dann hat man das Problem nur verlagert und nicht gelöst. Okay, nochmal als Übersicht. Man hat also hier diese Robust IRC Cloud. Das ist also der Verbund von mehreren Servern zu einem virtuellen IRC-Server. Dann hat man verschiedene Bridges und verschiedene IRC-Clients. Und die kann man, wie man möchte, zusammenschalten. Also eine Bridge, die läuft, kann mehrere IRC-Clients handhaben. Das heißt, wir haben zum Beispiel auf unserem Vereinsserver, wo circa 10 Leute oder so einen IRC-Client am Laufen haben, haben wir einfach eine Bridge installiert und die können sich alle auf Localhost verbinden und dann kommen sie ins Robust IRC. Für Leute, die aber nicht extra eine Bridge installieren wollen und sich da gar nicht drum kümmern wollen, die wollen einfach normales IRC benutzen und denen ist es jetzt erstmal egal, ob das ein Netzblatt hat oder nicht, lassen wir auch Bridges laufen auf unseren tatsächlichen Servern. Da hat man dann natürlich nach wie vor das Problem, wenn die Netzverbindung abreißt, ist man draußen, aber da ist man dann sozusagen selber schuld und man kann immerhin sehr schnell in das Netz einsteigen, ohne dass man irgendwas installieren muss. Okay, wie funktioniert das Robust Session Protokoll? Statt puren TCP-Verbindungen verwenden wir HTTP plus JSON. Warum das? Einfach weil JSON sehr, sehr, sehr verbreitet ist. Das heißt, es gibt für jede erdenkliche Programmiersprache einen JSON-Parser. Das heißt, es ist keine Hürde für uns, wenn wir Support in einem bestimmten Client einbauen wollen, sondern wir können davon ausgehen, okay, da gibt's auf jeden Fall was. Und HTTP, weil es einfach so sehr gebräuchlich ist. Also ich habe mal gehört, HTTP ist das neue IP und da macht man dann alles drüber. Das finde ich eine recht gute Analogie. Die 4 Methoden, die wir in Robust Session bereitstellen, entsprechen den normalerweise über TCP-Verbindungen gemachten Sachen. Also es gibt hier Connect, Send, Receive und Disconnect. Das sind so die 4 großen Sachen, die man mit einer TCP-Verbindung macht. Wir haben das einfach umgesetzt auf einen Create-Request für Connect, einen Post für Send, einen Get für Receive und einen Delete für Disconnect. Das heißt, von der Logik her, wie das funktioniert, bleibt auch für die IRC-Clients alles gleich. Also sie haben immer noch genau dieselben Operationen, nur führen sie jetzt ein klein bisschen anders aus. Für den Nachrichtenversand brauchen wir natürlich einen Retry. Das heißt, wenn einer dieser HTTP-Requests fehlschlägt, haben wir ja gesagt, das müssen wir abkönnen. Das heißt, da schicken wir dann einfach dieselbe Nachricht nochmal. Und wir haben einen Duplikatfilter. Das heißt, der Client ist dafür zuständig, dass er sich eine Client-Message-ID ausdenkt. Und der Server kann dann sagen, ah, die Client-Message, die hast du gerade eben schon geschickt, ich sage jetzt einfach mal, ist alles okay, damit der Client weiß, jetzt ist die endlich akzeptiert. Aber auch wenn der Server die schon mal bekommen hat, dann ist es kein Problem. Das heißt, da gibt es keine Duplikate im Normalbetrieb. Es gibt außerdem Resume für das Empfangen von Nachrichten. Das heißt, wenn ich diesen Get mache, den Get-Request, dann ist das nicht ein Get-Request pro Nachricht oder so, sondern es ist ein langlaufender Get-Request und der kriegt dann Nachrichten gestreamt über Chunked HTTP. Und wenn der irgendwann abreißt, passiert, zum Beispiel wenn ich den Server neu starte, dann weiß der Client ja noch die letzte Nachrichten-ID, die er bekommen hat und geht einfach zu einem beliebigen anderen Server, der gerade verfügbar ist und sagt, hey, ich möchte bitte ab hier weiterlesen und dann kriegt er einfach ab da weiter die Nachrichten geschickt. Und es ist außerdem so, dass jeder Server jede Methode beantworten kann, also vor allem auch jeden Endpunkt. Das macht er, indem er eventuell zum aktuellen Leader reverse proxied. Also
Alle Sachen, die den State verändern, können nur auf dem Leader passieren, aber es ist nicht notwendig, dass der Client direkt mit dem Leader spricht. Das ist deswegen wichtig, weil wenn man ein Netz hat und angenommen, es gibt einen Netzausfall durch ein kaputtes Peering oder so zwischen einem Betreiber und den Endnutzern, dann ist das kein Problem. Die Endnutzer können immer noch über einen von den anderen Servern in das Netz wieder rein. Also wir machen da quasi so einmal Proxy-Spielen, wenn das nötig ist. Aber die Clients versuchen selbstständig direkt mit dem Leader zu sprechen. Wenn es nicht geht, gibt es den Fallback. Okay, ich habe jetzt schon ein paar Mal Raft erwähnt. Ich lese kurz die Definition auf Wikipedia vor, weil ich finde, dass sie recht präzise ist. Dort steht, Raft is a consensus algorithm. It was meant to be more understandable than Paxos, but it is also formally proven safe and offers some new features. Raft offers a generic way to distribute a state machine across a cluster of computing systems, ensuring that each node in the cluster agrees upon the same series of state transactions. Wer hat noch nie mit einer State-Maschine gearbeitet? Okay, paar Hände. Das funktioniert so, dass man einfach Code hat, der schaut, in welchem Zustand bin ich gerade und dann wechselt er in einen anderen Zustand. Das heißt, die Ein- und Ausgabe ist immer sehr klar und was Raft macht, ist, dass es das Modell auf mehrere Computer abbildet. Das heißt, die Konsequenz ist, dass wir unseren IRC-Server so implementieren müssen, dass er immer die gleiche Ausgabe erzeugt, wenn er die gleiche Eingabe erhält. Sonst ist das keine verteilte State Machine. Und das ist interessant. Also Leute, die sich mit funktionaler Programmierung beschäftigt haben, kennen das Prinzip sicherlich, dass das alles pur ist und keine Side-Effects von außen reinkommen und so. Und die allermeisten IRC-Server heutzutage sind halt nicht so gebaut. Deswegen brauchen wir überhaupt auch erst eine eigene IRC-Server-Implementation. Okay, Kurzfassung, wie Raft funktioniert. Es gibt, ich gehe nochmal kurz zurück, die Links, die ich hier unten hingepackt habe auf die Folie. Zum einen, das ist der Wikipedia-Eintrag, der erste. Der zweite ist die eigentliche Webseite von Raft. Da gibt es einen coolen Überblick, in welchen Sprachen das alles implementiert wurde. Das ist, glaube mittlerweile gibt es 20 Implementationen oder so. Und das ganz letzte ist eine interaktive Visualisierung, die ist sehr cool. Wenn euch das Thema interessiert, dann klickt das einfach mal durch. Es sind gut verbrachte 5 Minuten und dann wisst ihr genau, ah, so funktioniert das und dann geht das hin und her und so. Ich zeige es euch jetzt mal auf einer ganz groben Ebene. Also ich habe hier jetzt 3 Knoten abgebildet. Der Knoten links oben auf der Folie, der mit A betitelt ist und grün hinterlegt ist, ist der aktuelle Raft Leader. Also es gibt immer einen Leader und eine bestimmte Anzahl an Followern. Nur der Leader darf immer State verändern. Also der Leader steht auch immer in Kontakt mit allen anderen Followern. Das heißt, die Topologie ist immer so, dass alle Knoten sich quasi um diesen Leader herum sammeln. Ja, deswegen, also die Pfeile zwischen A und B und A und C, die kommunizieren also. So, das Ganze bildet eben ein Raft-Network. Und wenn jetzt der Client von außen kommt und an den Leader eine Nachricht schickt, dann passiert Folgendes. Der Leader schickt diese Nachricht auch an B und auch an C. Und ich habe jetzt hier die Latenzen notiert, also die Verbindung zwischen A und B ist jetzt mit 6 Millisekunden betitelt und die Verbindung zwischen A und C mit 8 Millisekunden. Was ich damit verdeutlichen möchte, ist, dass der Leader braucht eine Mehrheit in dem Netz. Also er muss wissen, dass die Nachricht auf der Mehrheit der Knoten angekommen ist, bevor er sich tatsächlich entscheidet und sagt, ja, die habe ich jetzt wirklich bekommen und kann sie verarbeiten. Ja? Das heißt, er verteilt sie erstmal und erst dann, wenn genug Knoten gesagt haben, ja, habe ich auf meiner Festplatte gespeichert, geht's wirklich weiter. Und wenn also B binnen 6 Millisekunden antwortet und A ja ohnehin die Nachricht schon hat, dann hat man damit bei 3 Knoten die Mehrheit, nämlich 2 Knoten, und dann kann die Nachricht verarbeitet werden. Und C kriegt sie dann auch irgendwann. Okay, so, wie wenden wir jetzt Raft an? Wir replizieren die IRC-Nachrichten, also alle Eingabenachrichten, das heißt alles, was die Clients an den Server schicken, replizieren wir über Raft. Und die Antworten, also alles, was der Server an den Client schickt, hängen nur von der Nachricht ab. Dadurch wird also gewährleistet, dass jeder Server denselben State generiert und dass auch nach einem Neustart derselbe State generiert. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wie dass der Server ein komplettes Log auf der Platte hält und nach einem Neustart läuft er dieses Log von Anfang bis Ende wieder durch und dann ist er wieder up to date sozusagen. Also er hat dann genau dasselbe verarbeitet und laut dem Paradigma muss dann auch wieder er an genau derselben Stelle sein. Also so kriegt man das hin, dass unabhängig davon, dass alle Prozesse die ganze Zeit laufen, man ein verteiltes Computing hat. Okay, Übersicht. Wie funktioniert es tatsächlich, wenn da Daten reinkommen? Also hier oben ist das Kästchen mit dem Client. Der Client schickt über Post, über Robust Session eine Message. Und eine Message kann zum Beispiel sowas sein wie Join Hash i3 für den i3-Channel. Das ist also, was direkt IRC on the wire schickt. Also IRC ist ein ASCII-Protokoll, das kann man wirklich mitlesen.
Der Leader bekommt das dann und er repliziert das auf die drei Knoten, wie gerade angedeutet. Mit 1 und 2 hat er Quorum erreicht, also die Mehrheit, und 3 ist dann der Rest. Dann sowohl der Leader als auch die Followers rufen dann irc-server.process auf und das generiert dann eine Ausgabe, wie eben hier zum Beispiel Doppelpunkt secure join hash i3. Das ist also die Nachricht, die der Server an die Clients schickt. Und dann fügt er sie dem sogenannten Output-Stream hinzu. Und der Output-Stream ist das, worauf der Client mit dem GET-Request zugreifen kann. Also so funktioniert das. Okay, jetzt haben sicherlich einige aufgepasst und haben aufgestreckt bei dem Satz, als ich erzählt habe, der IRC-Server hat ein komplettes Log. Das ist natürlich blöd, wenn man die IRC-Nachrichten zunächst mal für immer speichert. Zum einen hat man ein gravierendes Privacy-Problem, man will ja diese ganzen Nachrichten eigentlich gar nicht vorhalten. Zum anderen hat man effektiv auch irgendwann ein Speicherproblem, also der Speicher ist ja endlich. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kann man das periodisch aufräumen und was kann man periodisch aufräumen. Der Prozess des Aufräumens, den nennen wir Compaction. Es ist jetzt relativ intuitiv, dass beim Aufräumen zunächst mal so Sachen, die keinen State verändern, sowas wie eine Nachricht, also ich schicke jemandem eine Nachricht, das kann ich einfach löschen. Ja, die Nachricht ist dann ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr relevant. Wenn alle Clients die Nachricht erhalten haben, dann brauche ich sie nicht mehr aufheben. Das ist, denke ich, einleuchtend. Jetzt gibt's aber, und das ist jetzt in folgendem Beispiel illustriert, Nachrichten, die den State des IRC-Servers verändern, und das sind im Wesentlichen alle außer Priv Message und Notice, was die beiden Arten sind, wie man eine Nachricht schickt. Diese Nachrichten kann man nicht so einfach löschen. Da muss man sich genau anschauen, was kann man löschen. Auf der linken Seite der Folie habe ich jetzt hier illustriert, da wird zuerst Nick auf secure underscore gesetzt, dann habe ich hier join hash lux und dann ändere ich meinen Nick auf secure. Und jetzt auf der rechten Seite wird dann illustriert, wie das nach der Compaction aussieht. Dort ist also Nick secure durchgestrichen und join lux ist noch da und Nick secure ist noch da. Warum das Ganze? Ich kann die erste Nick-Nachricht einfach löschen, weil wenn ich einen Join mache und direkt danach meinen Nick ändere, dann ist das ja äquivalent, wie als hätte ich ursprünglich mit dem Nick gejoint. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend. Wer hat das nicht verstanden? Handheben. Okay, einer. Dann wird es vielleicht klar bei der nächsten Folie. Ansonsten versuche ich das nochmal von vorne. So, genau. Jetzt schauen wir uns folgendes Beispiel an. Also ich setze meinen Nick auf secure underscore, joine den Lux-Channel, setze in dem Lux-Channel ein Topic und ändere dann meinen Nickname auf secure. So. Jetzt könnte man sich eben wieder überlegen, okay, die alte Nick-Nachricht könnte ich ja jetzt wieder löschen. Aber das Problem ist, dass die Topic-Nachricht, die Antwort auf die Topic-Nachricht ist, dass an alle anderen Clients eben geschickt wird, hey, hier wurde das Topic geändert, das ist die Nachricht mit dem Code 332. Und dann kommt der Clou, nämlich die Nachricht 333, die sagt, von wem, an welchem Zeitstempel das Topic geändert wurde. Und jetzt ist das Problem, wenn ich meinen Nick von Anfang an auf Secure gesetzt hätte und dann einen Join verarbeite und dann einen Topic, dann würde ja hier was anderes stehen. Und damit ist das nicht mehr deterministisch. Und das ist ein Problem. Also erst wenn danach, nachdem ich meinen Nick geändert habe, nochmal das Topic gesetzt wird, ist quasi diese Dependency zwischen den beiden Nachrichten weg. Und erst dann kann ich die Nachrichten löschen. Genau, hier ist das illustriert. Also wenn ich, nachdem ich den Nick ändere, nochmal ein Topic setze, dann wiederum kann ich sowohl das alte Topic löschen, weil das interessiert ja keinen mehr, das neue Topic überschreibt ja das alte, als auch den alten Nick, weil welchen Nick ich zum Zeitpunkt des Joins hatte, interessiert auch keinen. Das ist auch in der Nachricht nicht enthalten. Okay, das ist vielleicht nicht hundertprozentig klar. Ich wollte es hauptsächlich nur erwähnt haben, damit man einen Eindruck davon bekommt, wo liegen eigentlich die Schwierigkeiten in so einer Implementation. Ich kann darüber gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Schauen wir dann einfach, wie das bei dem Frageteil des Vortrags ist. So, jetzt das Kleingedruckte. Das eine Problem, was man hat, oder die eine Eigenschaft, die man hat, das ist per se in der Praxis kein Problem, ist, dass der Speed des Netzes, also die Geschwindigkeit, wie schnell ich eine Nachricht auf alle Teilnehmer verteilen kann, ist durch die Serververbindung limitiert. Das heißt, die Latenz zwischen ich schicke eine Nachricht und die Nachricht wird an alle anderen Leute verteilt, ist zumindest mal die Medianlatenz zwischen Leader und Followern. Weil wir erinnern uns, man braucht ja eine Mehrheit. Zusätzlich natürlich noch die Netzwerklatenzen, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Weiterhin ist es so, dass die Ausfallsicherheit des Netzes mindestens 3 Standorte erfordert. Da muss man jetzt vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen.
Angenommen, ich mache ein Robust IRC-Netz und lasse das auf 3 VMs auf demselben Host laufen. Das ist natürlich eine sehr blöde Idee, ja, weil wenn ich den Host reboote, sind alle VMs weg, sind alle Server weg und dann kann das nicht mehr funktionieren. So. Jetzt ist die Frage, wie weit geht man da? Also ich könnte jetzt sagen, okay, dann verteile ich es halt auf 3 VMs, auf 3 verschiedenen Hosts und dann kann ich einen Host rebooten und dann ist, da hat das Netz kein Problem, ja, dann geht das. Jetzt ist aber die Frage, sind alle diese 3 Hosts im selben Rack? Und was passiert, wenn der Strom zu meinem Rack unterbrochen wird? So, dann ist die nächste Frage, okay, ich verteile sie auf verschiedene Racks, aber die sind ja alle im selben Datacenter. Was passiert, wenn im selben Datacenter der Link unterbrochen wird? Und so weiter. Ja, so geht man quasi stückweise nach oben. Und eigentlich will man, um ein gutes Robust IRC-Netz zu fahren, 3 komplett separate Standorte haben. Also in dem Netz, was wir betreiben, haben wir zum Beispiel einen Server bei Hetzner, einen Server bei Vollmar und einen Server in den Schweizer Alpen. Und dann hat man einfach so viele verschiedene Anbindungen, so viele verschiedene Stromzufuhren, so viele verschiedene Hardware, so viele verschiedene Betriebssysteme auch und Laufzeitumgebungen, dass da einfach sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass es einen koordinierten Fehler zwischen verschiedenen Knoten gibt. Und der Punkt ist halt, je nachdem, wie ausfallsicher man das jetzt haben will, kann man natürlich auch die Anzahl an Knoten erhöhen. Das heißt, wenn man ein Netz mit 5 Knoten fährt, dürfen da auch schon mal 2 davon ausfallen. Allerdings ist es mir natürlich klar, dass jetzt die Mindestanforderungen an so ein IRC-Netz auf einmal höher sind. Also jetzt kann man nicht mehr einfach sagen, naja, ich mache ein IRC-Netz, okay, ich hau hier meinen einen Prozess auf den einen Server und link den mit einem anderen Server, der hier gerade mein anderer Kumpel gemietet hat im selben Rack. Dann kriegt man das nicht hin. Andererseits, der Anspruch, den wir hier haben, ist natürlich auch sehr viel höher. Also ist es klar, dass mit einem höheren Anspruch an das Netz auch der Anspruch an die Umgebung höher wird. Und zu guter Letzt ist es so, dass der Durchsatz eventuell auch nicht hoch genug ist für große Netze. Wir haben uns das mal angeschaut und der Durchsatz, den wir momentan erzielen können, ist so ungefähr ein bisschen über 1000 Messages pro Sekunde. Es gibt ein Proposal dazu, wie man das schön verteilen kann, dass man mehr Messages tatsächlich persistieren kann. Aber wenn man sich mal anschaut, was der Durchsatz ist, den effektiv tatsächliche Netze haben, also große Netze, bei denen man diese Zahlen erheben kann. Ich glaube, bei Freenode haben wir geschaut, oder bei Irknet oder beiden, dann ist das nicht signifikant höher als das. Also die Nachricht, die Zahlen, die ich kenne, können wir tatsächlich abdecken. Aber ich will nicht ausschließen, dass es Netze gibt, die viel mehr als das handeln. Und da könnte man vielleicht Robust IRC nicht einsetzen. Okay, jetzt machen wir erstmal eine Demo, weil Demos cool sind und dann habt ihr auch gleich einen viel besseren Eindruck davon, wie das funktioniert. Und dann geht's um die Lessons Learned. So, ich habe da mal was vorbereitet. Hier oben rechts habe ich einen IRC-Client und dann habe ich hier noch einen IRC-Client. Und hier auf der linken Seite starte ich jetzt mal ein Robust IRC-Netz. Es gibt dafür so ein cooles Tool, das nennt sich Robust IRC LocalNet. Das haben wir geschrieben, damit man eben schnell so ein Netz aufbauen kann. So, das hat das jetzt gemacht. Das macht einfach alles. Ja, also wenn man keine SSL-Zertifikate hat, dann generiert das eins. Dann baut es 3 verschiedene Knoten auf und linkt die alle zusammen und so weiter. Also ist alles fix und fertig. Wenn ich jetzt hier sage, connect localhost, dann bin ich verbunden. Ja, also so einfach geht das. Man sieht hier oben, in dieser Zeile sagt er Welcome to Robust IRC. Der Server teilt einem mit, was er kann und so weiter. Und dann kann man ganz normal IRC benutzen, wie man das so gewohnt ist. Also jetzt habe ich hier diesen Channel gejoint und könnte jetzt mit Leuten mich unterhalten. Da hole ich doch gleich nochmal einen zweiten ins Boot, damit das Ganze auch spannender wird. So, jetzt sieht man auch hier, okay, in dem ersten wurde angezeigt, der zweite ist jetzt in den Raum gekommen. Jetzt kann ich in dem zweiten sagen, hey, und dann sehe ich das. Okay, also soweit alles klar, oder? Ihr habt alle schon mal IRC gesehen. So. Jetzt ist es allerdings so, hier in dieser Zeile im Robust IRC LocalNet Output hat er gesagt, Node is available at, und dann hat er mir hier so eine Adresse gegeben. Dann gehe ich doch da mal drauf und dann schauen wir, was wir hier bekommen. Ich zoome mal ein bisschen rein. Und hier sieht man jetzt die Robust IRC Statusseite. Jeder dieser Knoten hat, dadurch, dass er ohnehin über HTTP ansprechbar sein muss, weil das unser Protokoll ist, haben wir uns gedacht, na gut, machen wir halt auch noch eine Statusseite rein, dann kann man sehen, was der Server eigentlich gerade macht. Hier sieht man jetzt, der erste Knoten ist im Zustand Leader. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil der erste muss als Leader gestartet werden. Und das Netz konfiguriert sich nur dann um, wenn es tatsächlich irgendeinen Ausfall gibt. Also wenn wir jetzt gleich den Leader-Knoten abschießen, dann werden wir sehen, dass ein anderer diese Funktion übernimmt. Dann ist hier ein bisschen Zeug eingestellt. Also die Config wird gedumpt und Raft-Statistiken gibt es. Dann sehen wir hier, wer uns gerade einen Get-Messages-Request geschickt hat, also welche gerade am Laufen sind. Man sieht, welche Client-Version die haben, was eine gute Sache ist, wenn man Updates machen will und sicherstellen will, dass die Clients die alle haben. Man sieht, welche Sessions aktiv sind und was über die Leitung geht. Also hier sieht man tatsächlich die kompletten IRC-Nachrichten
wie sie der Client geschickt hat. Und das ist ja auch alles, was ausschlaggebend ist, weil die Antworten sind ja, wie gesagt, deterministisch. Okay, so viel dazu. Das ist die erste Statusseite. Es gibt hier noch eine zweite Statusseite, die mache ich mal in einem anderen Tab auf. Und dann gibt es noch eine dritte, weil LocalNet ein Netz mit 3 Knoten startet. So, jetzt sehen wir also, wenn ich hier durchgehe, der erste ist Leader, der zweite Follower, der dritte auch Follower. Soweit, so gut. Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert, wenn ich zum Beispiel den Leader abschieße? Also ich schaue doch jetzt mal, was sind hier meine Prozesse in der Prozessliste. Das ist der erste Prozess, da sage ich Kill, zack. Okay, jetzt schauen wir in dem ersten Tab. Okay, das funktioniert jetzt nicht mehr, also der Leader ist jetzt nicht mehr da. Ich schaue in dem zweiten Tab und in dem dritten Tab und sehe, aha, der zweite ist jetzt Leader geworden, der dritte ist nach wie vor Follower. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe und hier schaue, dann sehe ich, okay, mein Netz funktioniert immer noch. Ja, also da muss man jetzt auch noch mal kurz schauen. Es war ja so, dass auf dem ersten Knoten angezeigt wurde, dass beide Get-Messages, also von meinen beiden Clients, auf dem ersten Knoten waren. Und jetzt habe ich den ersten abgeschossen und jetzt sehe ich, okay, auf dem dritten ist ein Get-Messages und auf dem zweiten ist ein Get-Messages. Also die Clients merken das sehr schnell, wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist. Die haben da auch ein entsprechendes Timeout, wenn nichts passiert, und failen dann over zu einem anderen Knoten. Also das geht einfach nahtlos weiter. So. Und jetzt ist natürlich die große Frage, was passiert, wenn ich denn 2 Knoten abschieße? Das können wir jetzt auch einfach mal machen. 1, 1, 6, 2, 3. Und jetzt sehen wir, okay, der zweite ist nicht mehr verfügbar, der dritte ist verfügbar. Der sagt jetzt, er ist im State Candidate. Das bedeutet, er versucht gerade einen Leader zu wählen und schlägt vor, hey, wie wäre es, wenn ich Leader wäre? Und fragt die anderen und keiner antwortet. Und dann kann er natürlich nichts machen. Und das Netz ist jetzt auch eingefroren. Also wenn ich jetzt hier einen Test 3 schicke, dann sehe ich, das kommt hier oben nicht an. Und wenn ich das jetzt so lassen würde, dann würden die IRC-Clients irgendwann merken, oh, da ist ein Ping-Timeout, ich muss mich jetzt disconnecten. Jetzt simulieren wir doch mal, was passiert, wenn das Netz wiederkommt. Es gibt hier für im LocalNet so ein schönes Script namens Restart. Ah, jetzt sieht man auch hier unten, der erste IRC-Client hat gecheckt, oh, es gibt hier einen Lag, hier passiert irgendwas Komisches. Dann gehen wir nochmal auf den zweiten Knoten, der ist jetzt wieder neu gestartet. Er ist jetzt Follower, der dritte hat also diesmal den Leader-Status bekommen. Und genau, jetzt sieht er hier, okay, Lag, 24 Sekunden Lag, aber mittlerweile ist die Test-3-Nachricht hier oben wieder angekommen. Das heißt, selbst im allerallerschlimmsten Fall, wenn tatsächlich mehr Knoten ausfallen, als ihr geplant habt, dass ausfallen dürfen, funktioniert das Netz immer noch. Es ist halt eingefroren und wenn das zu lange dauert, dann fliegen die Clients raus, aber es fängt sich wieder sozusagen. Also bei kurzen Unterbrechungen, selbst wenn ihr mit reduzierter Kapazität lauft, dann funktioniert das immer noch. Okay, ich schaue kurz auf die Zeit. Okay, wir haben noch gut Zeit. Ich zeige euch noch kurz, wie auf der Folie angedeutet, das Monitoring, was dazu entwickelt wurde. Das ist jetzt, ja, man kann es sehr gut sehen. Normalerweise sind da 2 Graphen nebeneinander. Ich gehe hier einfach mal so ein bisschen durch. Also ich habe mir hier Graphen gebaut für, wer ist der aktuelle Leader. Da kann man hier einfach drüber hovern und dann sieht man, okay, ab dieser Uhrzeit, also ab 10.17 Uhr GMT, ist Alp der aktuelle Leader. Dann kann ich sehen, okay, wie viele Nachrichten pro Sekunde wurden committed. Wenn das auf 0 geht, dann weiß ich, irgendwas ist schiefgelaufen, da kommen keine Nachrichten mehr ins Netz. Ich sehe, wie viele CPU-Sekunden brauchen die, also wie ist so die Auslastung über die Zeit verteilt. Kann ich hier sehen, okay, hier war irgendwas und was da war, also was diese ganzen Spikes hier jeweils sind, sind die Compaction-Läufe. Also wenn sich der Server anschaut, welche alten Nachrichten kann ich eigentlich löschen. Und das ist halt ein recht CPU-intensiver Prozess, aber auch nicht so mega lang. Dann habe ich die Anzahl an IRC-Sessions, das kommt wahrscheinlich weg. Die Commit-Time, also wie lange dauert es eigentlich, bis eine Nachricht persistiert wurde. Man kann hier sehen, das hovert so bei 12 Millisekunden, je nachdem, welcher Knoten das ist, 18 Millisekunden. Dann die RPCs pro Sekunde, das ist nicht sonderlich spannend, wenn das Netz ordentlich funktioniert. Der Top 5 IRC-Command-Breakdown, der häufigste Command, Ping. Und ja, dann kommen andere automatisierte Commands wie Who und Commands, die tatsächlich irgendwas machen, so hier User Quit und so. Das ist auch wiederum durch mein Monitoring-System, welches immer schaut, kann ich mich überhaupt noch anmelden. Und wie man sieht, sind tatsächliche Nachrichten verschwindend gering. Ja. Dann gibt's noch, ja, die Latenz wird geplottet und die Network Availability. Okay, wen sowas interessiert, gehe ich noch genauer in meinem Prometheus-Vortrag morgen um 17.30 Uhr drauf ein. Das wollte ich euch nur mal zeigen, dass ihr seht, wie sieht das eigentlich aus, wenn man so ein Netz betreibt, was kann man sich da so anschauen? Okay, zu den Lessons Learned. Wir haben das Projekt gestartet noch auf dem Congress und hatten den ersten Channel in unser Robust RC-Netz umgezogen, ich glaube im März.
Das heißt, seitdem knapp 3 Monate vergangen. Und was wir gelernt haben, zum einen, die Nutzer ändern nur sehr zögerlich ihr IEC-Setup. Das erstaunt wahrscheinlich keinen, aber es ist trotzdem interessant, mal die Zahlen zu sehen. Wir haben derzeit ca. 50% Nutzer auf Legacy IRC. Das ist der Name von den Bridges, die wir laufen lassen für die Nutzer, die nicht Software installieren wollen. Wir haben 49% Leute, die eine eigene Bridge benutzen oder die Bridge, die auf unserem Vereinsserver läuft, benutzen. Und wir haben 1%, das bin genau ich, der das IRC-Plugin benutzt. So viel dazu. Also damit muss man, darauf muss man sich halt einstellen. Was bedeutet das in der Praxis? Wenn es einen Netzausfall gibt von den Legacy IRC-Bridges, dann sind immer noch die Hälfte der Leute einfach raus. Das ist auch der nächste Punkt. Manche Bugs und manche Verhalten sind für Laien einfach ähnlich wie ein Netzsplit, weil sie halt doch nicht mehr mit den Leuten reden können. Das heißt, tatsächlich diese komplette Ausfallsicherheit zu bekommen, erfordert auch ein bisschen Mitarbeit von den Nutzern. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass ein guter Anwendungsfall für Robust IRC eine Community ist, bei der die Leute einen recht hohen Zusammenhalt haben und man recht einfach die Leute erreichen kann. Es könnte zum Beispiel ein Firmennetz sein, in dem man ein stabiles Chat-System haben möchte, oder könnte ein kleiner Chaos-Treff sein, sowas in die Richtung. Große Channels, wie zum Beispiel der WeChat-Channel oder so, da ist es wahrscheinlich unrealistisch, dass man jemals alle Leute dazu bekommt, dass ein hoher Prozentsatz auf nativem Robust IRC läuft. Okay, zweiter Punkt, manche Bugs sehen ähnlich aus wie Netzsplits. Dazu ein paar Beispiele. Es gibt interessante Failure-Modes, wie wir herausgefunden haben, in verteilten Systemen. Das ist Leuten, die sich damit schon lange beschäftigen, wahrscheinlich klar. Trotzdem finde ich es spannend, was so alles passiert ist tatsächlich. Wir hatten einmal einen Deadlock. Deadlock bedeutet, du hast verschiedene Threads oder in unserem Fall verschiedene Goroutinen und die möchten auf eine Ressource zugreifen, können das aber nicht gleichzeitig und deswegen muss man einen Mutex einbauen, damit immer nur einer auf dieses Array zum Beispiel oder was auch immer, irgendeine Datenstruktur zugreifen kann. Und wenn jetzt Folgendes passiert, dass sich ein Thread den Mutex holt und ihn aber nicht wieder freigibt, dann ist der Server kaputt. Ja, dann kann kein anderer Thread mehr Progress machen, also, weil die warten alle auf den Mutex. Und wie ist uns das passiert? Wir hatten einen Fehler und stellt sich raus, dass Go standardmäßig Panics in HTTP-Händlern einfach schluckt und sagt, na ja, wenn mal eine Seite nicht gerendert werden kann, ist schon nicht so schlimm. Bei uns ist aber ein HTTP-Händler eben eine Netzwerkaktion, also eine Robust IRC-Message im Wesentlichen. Und wenn da irgendwas schief geht und der durch einen Panic nicht wieder den Mutex freigibt, ist das ganze Ding deadlocked. Wir haben das mittlerweile natürlich gefixt, also mittlerweile haben wir dieses Verhalten ausgeschaltet, dass Panics automatisch geschluckt werden, da würde dann also der Server entsprechend abstürzen, die Clients würden es checken und würden auf einen anderen Server übergehen. Aber trotzdem war das mal interessant, das zu sehen, und es äußert sich tatsächlich darin, dass einfach das Netz irgendwann einfriert und dann die Clients halt sich nach und nach, wie ich das vorhin angedeutet habe, durch den Ping-Timeout vom Netz trennen und sich wieder verbinden, aber das geht halt nicht, weil es ist ja noch eingefroren. Ein anderer interessanter Punkt ist State Divergence. Wie kann das überhaupt passieren und was meine ich damit? Also was ich damit meine ist, angenommen, ihr habt 3 Server in eurem Netz und ihr habt 2 Leute, die chatten und die kommen beide in den Channel rein und dann habt ihr, und das ist in diesem Fall so passiert, ist ein Bug im Compaction Code. Also eine Nachricht wird gelöscht, obwohl sie noch nicht gelöscht werden sollte. Nehmen wir an, die Join-Nachricht von dem zweiten Teilnehmer im Netz. Das ist erstmal kein Problem, weil die Server denken ja noch, ja, der ist im Channel, ich habe das ja verarbeitet. Aber sobald man einen der Server neu startet und sie ihr Log replayen, dann ist eben dieser Join nicht mehr da. Und was passiert dann, wenn man an diesen Server eine Nachricht schickt und sagt, wenn der zweite Teilnehmer eine Nachricht schickt und sagt, hey, ich möchte diese Nachricht in diesen Channel schicken, dann sagt der Server, du bist da gar nicht drin. Ja. Und das ist eine State Divergence. Ich habe da auch einen Link jeweils zu einem Bugfix, wo uns das also passiert ist. Und das ist einfach auch sehr interessant, über sowas nachzudenken. Ja, mittlerweile gibt es auch ein Tool, mit dem wir sowas vorhersehen können und fixen können, in dem einfach ein neuer Knoten read-only in das Netz eingefügt wird, der sich dann alle Nachrichten holt, eine Compaction macht und dann anzeigt, hey, im Vergleich zu dem, was die Server denken, was aktuell Sache ist, habe ich berechnet, das sollte Sache sein, und dann kann man das vergleichen, ob das identisch ist oder nicht. Dann hatten wir einmal die Situation, dass es doppelte Nachrichten gab. Da hatten dann manche Leute gesagt, so, hey, irgendwie die 5 Nachrichten, die hier geschickt wurden, die habe ich gerade eben schon mal erhalten. Und das passierte aber selten und nicht überall. Also war wieder so ein komischer Bug. Und das basierte einfach darauf, dass die Session Resumption, also das Resume-Feature, nicht ordentlich funktioniert hatte. Da gab es den Bug, dass
wenn der Client dem Server gesagt hat, hey, ich möchte ab hier resume, und der Server an sich war aber durch den Stage Replay nach einem Neustart erst hier, dann hat er einfach alles nochmal geschickt, ab dann. Und das haben wir mittlerweile auch gefixt, das ist einfach ein Bug. So, weitere lustige Failure-Modes. Ein zu aggressives RPC-Timeout, das war eine lustige Geschichte. Die RPCs, also Raft erwartet, dass man ihm irgendwie sagt, wie kann ich mit anderen Knoten kommunizieren? Das erfordert die Library. Und wir haben das gemacht einfach über HTTP-Methoden, weil HTTP haben wir eh schon auf allen Knoten und da brauchen wir kein zusätzliches Protokoll, keinen zusätzlichen Port und so weiter. Und irgendwann haben wir dann aber eingeführt, eben als Fix für ein anderes Problem, dass alle diese Requests, die wir über HTTP schicken, nach 10 Sekunden terminieren sollen. Was für die allermeisten Requests okay ist und für den Normalzustand des Netzes okay ist, deswegen ist das nicht gleich aufgefallen. Aber wenn ein Knoten zu weit hinterherfällt, zum Beispiel weil er für 2 Stunden down ist, weil ein Reboot nicht geklappt hat oder so, dann muss dieser Knoten zunächst einen Snapshot bekommen vom aktuellen Zustand von einem von den anderen Knoten. Und dieser Snapshot ist eben, naja, einige Dutzend Megabyte groß. Und bis der übertragen ist, dauert das halt vielleicht schon mal mehr als 10 Sekunden. Und dann ist uns dieser RPC nie geglückt. Und dann konnten wir keine Knoten wieder in das Netz einfügen. Das ist deswegen schlecht, weil man merkt das ja erst, wenn man einen Knoten neu startet. So, die Situation war also, wir haben ein Netz mit 3 Knoten. Wir haben einen neu gestartet, das heißt, nur noch 2 sind verfügbar. Und dann haben wir bemerkt, oh, scheiße, wir kriegen den 3. nicht mehr in das Netz. Wie fixt man das jetzt? Naja, okay, man stellt das Timeout wieder hoch. Aber wie kann man diese Änderung jetzt ausrollen, ohne dass man die anderen Knoten, weil das sind ja nur noch 2, ja? Wenn wir einen davon wegnehmen, dann friert das Netz ein. Also ist man quasi in so einer Situation so, okay, ich habe das Problem identifiziert, ich weiß in etwa, wie ich es lösen kann, aber ich weiß nicht, wie ich das ausrollen kann, weil, also ohne eine Downtime. Und tatsächlich haben wir es dann aber hinbekommen, weil, stellt sich raus, der Link zwischen denen, also der, wir, okay, da muss ich kurz ausholen. Die Art und Weise, wie wir unser Netz aufgebaut haben, ist, wie gesagt, dass wir 3 verschiedene Standorte haben. Das heißt, die kommunizieren alle über das Internet. Da denken jetzt wahrscheinlich einige Leute, die Raft zum ersten Mal, also die Raft benutzt haben, so, oh Gott, das kannst du doch nicht machen, Raft über das Internet zu fahren, aber es geht, offensichtlich. Aber der Clou ist eben, dass dieser Snapshot so lange gedauert hat, lag einfach daran, dass der Link zwischen diesen beiden Knoten 100 Mbit war. Jetzt ist es aber so, dass wir die zwei anderen Knoten, also dieser andere Link war eben ein Gigabit-Link. Das heißt, das Problem reduziert sich auf, wie kriege ich es hin, dass der andere Knoten der Leader ist, damit der andere dann mit einem Gigabit den Snapshot überträgt, was schneller ist als 10 Sekunden. Und dann haben wir eben geschaut, okay, wie kann ich jetzt mit einem Sigstop und Sigcont so die Prozesse einfrieren, dass jeweils die Election so passiert, dass genau der Knoten Leader wird. Und dann haben wir das gemacht und es ging und seitdem ist das Problem gefixt. Also, spannend. Dann, anderer interessanter Failure-Mode. Dadurch, dass wir Nachrichten mit einer ID vergeben müssen, die immer fortlaufend ist, haben wir uns entschlossen, wir nehmen einfach den aktuellen Unix-Timestamp auf Nanosekunden Precision. Das ist, würde man jetzt sagen, okay, eine blöde Anfängeridee in einem verteilten System, weil die Zeit kann ja nie überall gleich sein. Für uns ist es aber gut genug, wenn die Zeit ungefähr gleich ist. Also wenn die Zeit so auf 1-2 Sekunden über NTP synchronisiert ist, gar kein Problem. Und was aber passiert, wenn was normalerweise passiert, ist, wenn einer der Server feststellt, hey, ich habe jetzt eine neue Nachricht bekommen, ich möchte dir eine ID geben, aber die ID ist auf einmal nicht mehr monoton fortlaufend zu der vorherigen ID, dann sagt er, oh, das kann ich nicht machen und beendet sich. Damit dann klar ist, okay, der hat jetzt der Knoten ist jetzt weg, die anderen Knoten übernehmen und dann kann der Admin das fixen. Und was wir jetzt aber hatten, ist, dass nach einem Reboot, nach einem geplanten Reboot von einem unserer Knoten, die Zeitabweichung so groß war, also war über 1 Stunde, weil die Hardware-Clock nicht mit der System-Clock übereinstimmte, weil sie eben falsch eingestellt war, dass NTP sich entschlossen hat, ich fix das jetzt nicht. Also NTP hat nicht die Zeit synchronisiert. Und was jetzt das Problem ist, ist, wenn einer dieser Knoten, wenn der betroffene Knoten jetzt Master wird, und die Uhr einfach 1 Stunde in die Zukunft falsch läuft, dann gibt der neue Message-IDs raus, weil die sind ja fortlaufend. Aber wenn danach ein anderer Knoten wieder Master wird, dessen Uhr dann im Vergleich zu dem aktuellen 1 Stunde zurückversetzt ist, kann der natürlich erstmal 1 Stunde lang keine neuen IDs vergeben, bis er wieder aufgeholt hat sozusagen. Und das, also das haben wir auch erlebt, ziemlich blöde Situation. Und mittlerweile gibt's den sogenannten Time Safeguard, der, wenn ein Knoten in das Netz rein will, schaut, hey, bist du gut genug synchronisiert? Und wenn nicht, dann sagt er, du kommst hier gar nicht rein. Kurz noch ein Failure-Mode, den wir von Anfang an sehr gut bedacht hatten und den wir von Anfang an gehandelt hatten, und das sind Messages of Death. Also das ist eine IRC-Nachricht, die, wenn du sie schickst, dann crasht sie den Server.
Und jetzt kann man sich überlegen, okay, wenn ich die schicke und alle Server wenden die ja ungefähr gleichzeitig an, so binnen 12 Millisekunden, dann wäre das blöd, wenn ich eine schicken kann und die crasht alle Server. Wie machen wir das deswegen? Wir schicken diese Nachricht, der Server versucht sie anzuwenden und wenn er checkt, okay, die kann ich nicht anwenden, dann markiert er sie als Message of Death in seinem Log und startet sich neu und beim Neustart macht er dann ja einen Log-Replay, aber überspringt die Message of Death. Und so funktioniert das dann. Okay, das war alles, was ich auf Slides vorbereitet habe. Wir haben aber noch gute 20 Minuten Zeit, um Fragen zu beantworten und generell einfach ein bisschen zu diskutieren. Zum einen zwei Sachen vorweg. Es gibt ein Feedback-Formular zu diesem Talk. Ich würde euch gerne bitten, dass ihr den QR-Code scannt oder im Fahrplan dahin geht oder später auf den Folien dahin geht und mir Feedback gebt, wie dieser Vortrag war, damit ich in Zukunft bessere Vorträge halten kann. Zum anderen, es wundert euch vielleicht, wie man so eine Bridge einrichtet. Die Anleitung benötigt einfach nur, dass Go installiert ist auf der Plattform und dann sind es diese drei Befehle, die hier unten gelistet sind. Also man lädt sich das Paket runter, der Go-Get-Befehl kompiliert das dann auch gleich, installiert das dann auch gleich und dann startet man sie und dann kann man sich verbinden. Also das ist wirklich eine sehr einfache Installation und die funktioniert sogar auf Debian Old Stable Systemen noch. Also da haben wir extra Wert drauf gelegt. Das Bridge-Paket hat eine einzige Dependency, das heißt, es ist auch sehr einfach in Distributionen aufnehmbar. Und die abschließende Frage, die ich stellen möchte, was mich von euch interessieren würde, ist, was haltet ihr davon? Würdet ihr RobustIRC nutzen oder nicht? Oder Meinungen? Ja, bitte. Ihr hattet zu Anfang gesagt, ihr hattet euch besprochen, ob es Alternativen gibt. Ja. Was hat denn gegen Java gesprochen? Und mit dem Multi-User-Channel? Ja, das finden die meisten von uns einfach irgendwie clumsy. Also Java an sich ist für mich persönlich so auf dem absteigenden Ast. Also dadurch, dass jetzt große Hersteller wie Google und Facebook ihre Federation rausgenommen haben, wird es immer schwieriger, Leute überhaupt dazu zu bekommen, Java zu benutzen. Und diejenigen Leute, die Java benutzen, haben meistens Clients wie Bitlby oder so, in denen dann Multi-User-Chaträume awkward at best sind. Ja, also das ganze Verhalten hat uns einfach nicht so gut gefallen. Ja, ich denke, das ist so der Hauptgrund. Das ist mehr so eine subjektive Sache. Genau. Also wir wollten halt einfach mal schauen, ist es möglich, IRC inkrementell so zu verbessern, dass das, was uns am meisten stört, jetzt eigentlich weg ist. Außerdem ist es natürlich so, dass wir halt alle Leute wissen von uns schon, wie man IRC verwendet. Das ist es gibt quasi eine bestehende Nutzerbasis. Es ist quasi der Netzwerkeffekt, der schon da ist. Ja, wir moven nur den IRC-Channel auf einen anderen Server. Das ist für die meisten Leute transparent, sogar wenn man im DNS dann einen Redirect einbaut. Gar kein Problem. Und sie haben als Upgrade die Möglichkeit, das Ganze auch robust zu machen, indem sie einfach die Bridge installieren oder ein Plugin in ihren Client laden. Weil mehr oder weniger habt ihr jetzt nur mit einem anderen Server-Backend nachgebaut und nutzt statt Java nur einfach eine Server-Architektur, die dazu vielleicht noch ein bisschen auswendiger war. Genau. Okay, klar, man kann auf jeden Fall Parallelen ziehen. Ich meine, bei solchen Messengern jeder Art ist es natürlich trivial, die Parallele zu sehen, oder? Ich meine, es sind Server und die schicken irgendwie Messages, klar. Auf der Ebene ist alles sehr ähnlich, aber ja, wie du erwähnt hast, die Punkte sind ganz klar die Ausfallsicherheit, dass man auch das Netz upgraden kann, ohne dass das irgendjemand mitbekommt. Solche Sachen sind das, was RobustIRC als eine Implementation von IRC auszeichnet. Das stimmt. Es gab weitere Fragen, ja bitte. Ja. Sehr gute Frage. Also die Frage war, der Client verbindet sich am Anfang mit dem Leader. Woher weiß er dann, welche anderen Knoten noch in dem Netz sind? Weil wenn der Leader ausfällt, hat man ja ein Problem. Die Antwort darauf ist, dass der allererste Schritt ist, dass der Client einen SRV-Record im DNS resolved. Das heißt, das ist auch Voraussetzung. Also jede Robust-Session-Implementation muss das machen. Und der SRV-Record zeigt auf alle Knoten, die aktuell in dem Netz sind. Jetzt ist es zusätzlich so, dass alle 30 Sekunden in der Ping-Nachricht, die das Netz an den Client schickt, ist nicht nur ein Ping drin, sondern eben auch die Nutzinformationen, welche Server sind aktuell im Netz. Das heißt, wenn man einen Knoten schnell aus dem Netz rausnehmen muss, weil er ausgefallen ist oder so, und man ersetzt ihn durch einen neuen, dann bekommen das alle bestehenden Clients sehr schnell mit, binnen 30 Sekunden. Und die neuen Clients bekommen das dann mit, wenn sie das DNS resolven. Und dann hat man vielleicht einen kaputten Knoten im DNS, das ist kein Problem, solange man noch welche hat, die funktionieren. Also man muss letztendlich irgendwann sein DNS aktualisieren, aber so hat man so ein zweistufiges System zum Resolven. Weitere Fragen?
da vorne. Okay, die Frage war 1000 Messages pro Sekunde, wo kommt dieser begrenzende Faktor her? Mehrerlei. Zum einen musst du Nachrichten verteilen, also du musst für jede Nachricht halt diese Nachricht schicken auf die anderen Knoten. Das kannst du natürlich batchen, dann geht aber deine Latenz hoch. Und mit der Latenz, die wir zwischen den verschiedenen drei Knoten haben, also diese 12 bis 20 Millisekunden Internetlatenz, die man halt so hat, kannst du halt nur eine bestimmte Anzahl an Paketen schicken binnen einer Sekunde. Es sei denn, du, wie gesagt, du drehst die Bandbreite sehr hoch und batcht halt sehr viel. Also der Trade-off ist immer, wie viele Nachrichten wirst du schicken können und wie groß darf die Latenz sein. Und zum anderen kommt noch dazu, dass Raft an sich natürlich auch CPU braucht. Das heißt, irgendwann ist auch CPU am Ende. Und das Dritte, was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass wir TLS vorschreiben. Das heißt, du kannst keinen Robust RC starten, ohne TLS zu benutzen. Und das hat natürlich auch einen gewissen Kostenpunkt. Also vor allem das Verteilen von Nachrichten auf die Clients, also das Senden von derselben Nachricht auf tausende Verbindungen, kostet auch einen entsprechenden Krypto-Overhead. Und die Tests, die wir bislang gefahren haben, haben alle so funktioniert, dass du nicht gesagt hast, okay, ich habe jetzt einen Client und der flattet einfach mal, sondern ich habe 1000 Clients und die haben eine sinnvolle Anzahl an Nachrichten pro Sekunde, damit das auch möglichst das Real-Life widerspiegelt, so ein Benchmark. Und dort ist es eben so, dass das einer der Bottlenecks ist. Tatsächlich ist es so, dass die Krypto-Implementation von Go, da gab es einen Patch dafür, dass die schneller gemacht wird, aber der ist momentan, soweit ich weiß, noch nicht gemerged wegen Lizenzschwierigkeiten. Vielleicht passiert das noch irgendwann und dann kriegen wir wahrscheinlich mehr Messages pro Sekunde hin. Also das sind hauptsächlich Beschränkungen, die die Infrastruktur unter uns auf uns auferlegt und gegebenenfalls, wo wir halt sagen müssen, okay, wir nehmen höhere Latenz in Kauf, dafür kann das Netz mehr Durchsatz. Sind die Messages zwischen den Servern blocking? Also ist da nur eine offen oder ist das Pipeline? Die Frage ist, sind die Nachrichten zwischen den Servern blocking oder sind sie pipelined? Es ist eine gute Detailfrage. Ich bin mir recht sicher, dass dadurch, dass Raft selbst als State Machine implementiert ist, ist das blockierend. Es kann immer nur ein Replication Request gesendet werden, aber die Nachrichten, die zu replizieren sind, die sich aufsammeln, während dieser eine aushängig ist, werden dann gebatcht in den nächsten. Also es ist in der Praxis kein zu großes Problem, aber ja, vielleicht muss man da dann auf Pipelining gehen. Es gibt tatsächlich auch in der Raft Library, die wir haben, einen entsprechenden Fast Path für Replication über einen Pipelining Protokoll. Den haben wir momentan aber absichtlich nicht genommen, weil unsere Hoffnung ist, dass die Go Standard Net HTTP Library eben Pipelining auf HTTP-Ebene umsetzt oder uns erlaubt, aber da kann man vielleicht sich noch mal genauer mit befassen. Ja. Okay, da oben nochmal. Okay. Ja. Ja, die Anmerkung war, dass ich gesagt hätte, dass die Nachrichten sofort gelöscht werden, wenn man sie schickt. Aber was passiert dann, wenn die Clients ein bisschen hinterher hängen? Der Punkt ist, da war ich wahrscheinlich nicht klar genug, die Nachrichten können sofort gelöscht werden, aber werden erst nach einem Zeitfenster, was konfigurierbar ist, gelöscht. Im Moment sind das 7 Tage. Und 7 Tage ist natürlich viel zu hoch. Ja, du könntest auch sagen, okay, das könntest du nach 5 Minuten machen, weil wenn ein Client 5 Minuten raus ist, dann geht er wahrscheinlich selber in den Ping-Timeout. Aber wir haben jetzt erstmal gesagt, okay, wir machen das konservativ mit 7 Tagen und dann schauen wir mal, wie wir das drücken können. Die Idee dahinter ist, dass man vielleicht auch noch ein anderes interessantes Feature einbauen könnte. Was nämlich ist, dass du eine Session wieder aufnehmen kannst nach einer Weile. Also, dass du sagen könntest, hey, ich schließe jetzt meinen Client für heute, ich komme morgen wieder und resume die noch bestehende Robust-Session. Und dann kriegst du nochmal alles geschickt und dein Client macht quasi wie weiter. Also dann hättest du ein Fenster, welches eben genau dieses von diesem Fenster abhängt. Also wenn der Server eben 2 Tage Nachrichten vorhält, könntest du 2 Tage lang die Session wieder aufnehmen. Genau, dann wären Bouncer komplett hinfällig und dieses reingefrickelte Backlog wieder aufnehmen, könnte man vielleicht auch ein bisschen eleganter lösen. Da müsste man halt mal schauen. Also das wäre auch eine interessante Richtung, in die man das Projekt noch ein bisschen führen kann. Aber da haben wir im Moment noch keine Arbeit dran gemacht. Haben es nur immer ein bisschen im Hinterkopf behalten für alles. Okay, weitere Fragen? Ja, bitte. Wie flexibel können so Ersatzserver dann einspringen, wenn zum Beispiel jetzt in so einer Cloud jetzt so ein Server jetzt mal ausfällt und dann gibt es vielleicht, sagen wir mal, auch noch andere Robust IRC-Netze, die, sagen wir mal, ziemlich gut laufen, dass sie vielleicht dann, sagen wir mal, irgendwelche Server leihen können?
Ja, also die Frage war, wie flexibel ist es, dass man Server hinzufügen und entfernen kann im Falle eines Ausfalls? Die Antwort dazu ist, das ist auch in dem Admin-Guide dokumentiert, man kann einen Server aus dem Netz rausnehmen, solange noch einer der anderen Server verfügbar ist. Also sobald man kann dem Leader sagen, hey, dieser eine Knoten bitte jetzt nicht mehr, der ist kaputt. Und man kann stattdessen dann auch direkt einen neuen Knoten reintun. Das Einzige, was man eben machen muss, ist, dass man RobustIRC den Prozess halt starten muss. Das könnte man aber, und das habe ich mir auch überlegt, das mal zu basteln, automatisieren, sodass man sagt, okay, wenn mein Netz ausfällt, also wenn mein Monitoring-System bemerkt, hey, die Kapazität ist auf einmal nur noch 2 Knoten und nicht mehr 3 Knoten, dann könnte er ja ein Skript starten, welches dann automatisch bei, keine Ahnung, Amazon oder Google Cloud Engine eine neue VM hochfährt, den RobustIRC-Knoten startet und ins Netz holt. Das kann man also durchaus machen. Und der zweite Teil der Frage war ja, okay, könnte man da vielleicht von anderen Netzen irgendwie einen Knoten klauen? Ja, aber würde manuell passieren. Also da müsstest du dich dann kurz schließen mit den Admins von den anderen Netzen und fragen so, hey, ihr habt irgendwie 5 und könnt ihr mir da vielleicht einen leihen? So. Das ginge, ja, genau. Okay, da ganz oben. Die Frage war, ist es möglich, die Anzahl an Knoten im Netz zu verändern, ohne das Netz neu zu starten? Die Antwort ist ja. Sofern du dich in der Range bewegst, die okay ist. Also ich kann zum Beispiel in einem Netz, was momentan aus 3 Knoten besteht, beliebig viele Knoten dazu tun. Ich kann es aber nicht unter 2 Knoten reduzieren, sonst friert es ein. Genau. Aber in dem Rahmen kann ich das beliebig hoch und runter skalieren, das stimmt. Ja, vor? Auf Basis der Idee, die du hattest, nämlich, dass er sich mal das Knoten leihen könnte man das ja fast so bauen, dass man mit den anderen sich absprechen kann und dann nochmal ein Protokoll implementiert, so wie zum Beispiel im Internet mit Peering, dass man dann sich das dann wirklich über das Protokoll von anderen Netzen Knoten leihen könnte, solange ein Ausfall, wenn die über sind, und könnte damit das Ganze sowas von ausfallsicher bauen, ja, quasi nicht mehr scary. Die Anmerkung war, dass man das tatsächlich machen könnte, wie eben angemerkt, mit dem Knotenklauen aus anderen Netzen und dann wäre das nicht mehr tot zu kriegen und liefe für immer. Ja, könnte man machen. Wenn du Lust drauf hast, kann man da gerne drüber reden. Ich finde, ja, also die Tools sind auf jeden Fall da. Man könnte das auf jeden Fall machen. Die Frage ist, ist das was tatsächlich notwendig ist? Also zum einen, die Ausfallsicherheit vom aktuellen Netz ist schon unglaublich hoch eigentlich, je nachdem, mit wie viel Knoten man es fährt. Man muss bedenken, dass der Worst Case, also wenn man wirklich einen Ausfall hat, ist ein Netzsplit. Ja? Also das ist dann so schlecht wie das, was wir momentan haben. Ja? Und ja, also die Frage ist überhaupt, hast du erstmal genug robust IRC-Netze, die betrieben werden von Leuten, die bei sowas mitmachen würden? Aber dann ist das eine interessante Spielerei. Okay? Frage war, was spricht dagegen, das über Hidden Services laufen zu lassen? Ich muss kurz überlegen, aber ich glaube, mir fällt nichts ein, was per se dagegen spricht, außer dass deine Latenz sehr hoch sein wird. Das Problem ist ein bisschen, dass du, das Netz muss halt die ganze Zeit ein Health-Checking machen. Also der Leader muss halt die ganze Zeit wissen, sind meine anderen Knoten noch da? Und die anderen Knoten schauen auch, habe ich mit dem Leader habe ich schon zu lange nichts mehr von dem Leader gehört und dann passiert irgendwas. Das heißt, du hast ein paar Timeouts, die du da einstellen musst und die sind momentan sowas wie eine Sekunde oder so. Und der Punkt ist, wenn du die zu sehr hochdrehen musst, weil zum Beispiel dein Tor-Hidden-Service, sagen wir, 10 Sekunden mal braucht, um zu antworten, dann kommst du gefährlich nahe an den Punkt, wo das Netz nicht mehr schnell genug konvergieren kann, dass die Clients nichts merken. Ja, also du hast zumindest mal dann sowas wie einen 10-Sekunden-Ausfall, in dem Leute, wenn sie Nachrichten schreiben, dass die nicht sofort ankommen. Wahrscheinlich kein großes Problem. Aber wenn das zu hoch wird, dann fliegen die Leute raus, weil die Clients denken, oh, ich kriege keine Antwort auf meinen Ping mehr, da ist ein Ping-Timeout. Das ist das Einzige, was mir einfällt, was da dagegen spreche. Okay, noch weitere Fragen. Da oben, ja. Du hast eine Bemerkung gemacht, dass im Worst Case wäre das etwas mit der Implementation der Fraud immer noch so nicht schlimmer als bei einem IRC-Protokoll, also das Netzwerk. Ich habe es aber so verstanden, dass wenn du jetzt zum Beispiel 3 Server hast und die in das passiert sind im Netzwerk, wo keine der Server mehr die anderen sind, dann friert das Netzwerk ja für alle Clients ein. Ja. Was ja jetzt. Ich nicht stimme nicht, weil das ist eh schon ein relativ schlimmer Fall, wenn das überhaupt passiert. Ja. Aber beim Standard-IRC-Netzwerk könnten ja dann alle Gruppen untereinander kommunizieren. Ja, ja.
Das ist eine gute Anmerkung. Die Anmerkung war, dass wenn, also ich habe gerade den Vergleich gemacht, dass das Schlimmste, was passieren kann, ja ein Netzsplit sei. Aber bei dem aktuellen IRC, wie wir es haben, können ja dann die Leute, die auf demselben Server sind, immerhin noch kommunizieren. Das stimmt. Muss man halt abschätzen, was jetzt schlimmer ist. Wir haben halt die Entscheidung gemacht, okay, wir wollen einen konsistenten IRC-Verlauf haben. Bei uns ist es besser, wenn es einfriert, als wenn es noch verfügbar ist, aber dann am Ende Leute wild durcheinander geredet haben und keiner hat die Hälfte der Nachrichten bekommen. Also, ja. Aber stimmt, gute Anmerkung. Noch weitere Anmerkungen oder Fragen? Okay, ich will nochmal auf die Frage zurückkommen. Würdet ihr das nutzen? Hand hoch, wer sieht da keinen Grund, das nicht zu benutzen? Cool. Wer hat irgendwie was dagegen? Ist zu kompliziert oder so? Oder habe ich keinen Anwendungsfall für 1, 2? Okay. Darf ich fragen, ist es zu kompliziert oder einfach egal? Mir fehlt das Netzwerkmanagement. Netzwerkmanagement. Was meinst du damit genau? Okay. Also NIC Registration haben wir. Also wir haben Services-Anbindung. K-Lines sind ein bisschen schwierig, ne? Weil du hast halt auf einmal mehrere Knoten, über die Leute reinkommen können und müsstest dann halt quasi auf die, ja, weil momentan wird halt nicht hochkommuniziert. Wenn du auf einer Bridge dich verbunden hast, sieht halt der Robust IRC Server nur die IP von der Bridge, die das weiterleitet. Und die Bridge setzt zwar einen X-Forwarded vor und so, das heißt, man könnte das auswerten, aber die Bridge ist halt in Benutzerkontrolle. Das heißt, habt ihr schon darüber nachgedacht, überhaupt mit Spammern umgeht? Ein bisschen, ja. Ist immer schwierig, oder? Aber ich meine, wie machen das aktuelle IRC-Netze? Im besten Fall bannen, im Normalfall aussetzen, einfach schauen, dass es irgendwie Flood-Protection-Flags in den Channels gibt, schauen, dass Channel-Owner manuell die Leute kicken oder kick-bannen. Arg viel anders läuft es bei uns auch nicht, ja. Aber das ist natürlich grundsätzlich ein Problem mit IRC, das stimmt. Okay. Cool. Wenn euch noch irgendwas einfällt, ich bin noch auf der Veranstaltung, könnt mich gerne ansprechen. Ansonsten viel Spaß im Robust IRC.